Ansturm der römischen Legionäre auf Ulm. Ich habe immer noch die Nachmittagssonne eingeschaltet. Ich finde das einfach total hübsch hier. Die langen Schatten und das goldene Licht. Ansturm der Legionäre unserer Armbrustschützen. Immer noch keine Musketiere in unseren Reihen, aber demnächst wollen wir doch mal einen Legionär befördern. Ich glaube, die haben das echt verdient. Vor allem der hier, der Bursche. Was für ein wackeres Kerlchen. Ganz alleine greift er hier Nürnberg an. Ich bin ein bisschen dafür ausgelacht worden, dass ich bei irgendeinem Let's Play oder war es im Livestream behauptet habe, Nürnberg wird an der Nürn liegen. Ich weiß Gott sei Dank nicht mehr, ob ich das ernst gemeint hatte oder nicht. Wie auch immer, es gibt doch, ich glaube, ich habe dem einen oder anderen große Freude bereitet, als ich eine Bildungslücke bei mir aufgedeckt habe. Und ganz auf der anderen Seite im Osten, die Ex-Hauptstadt der Kongolesen, hier laufen jede Menge Barbaren herum. Ja, wir haben es echt vernachlässigt mit der Verteidigung unserer Städte. Wir haben erobert. Und hier eilt ein Legionär gleich rüber und wird hier ein bisschen für Ordnung sorgen. Trotzdem riesengroße Teile der Karte haben wir aufgedeckt, haben wir auch erobert. Es gibt nur ein paar Reste von Widerstand und ich hoffe, diese Barbaren, damit meine ich nicht nur diejenigen, die in roter Farbe getüncht sind, sondern auch die aschgrau sind, werden sich bald der Herrschaft des römischen Rechtes und der kaiserlichen Gerechtigkeit unterwerfen. Eine Runde weiter. Was geht von dem Kopf unseres Kaisers Rotbart vor? Er zieht einen Streitwagen rein, einen Krieger raus. Der Streitwagen soll heilen in Ulm. Oh, das ist ein Ding. Wir könnten jetzt wirklich Nürnberg weiter angreifen. Jetzt gehen wir erstmal der Reihe nach vor. Jetzt wollen wir doch erstmal mit unserem Armbrustschützen die Stadt weiter schwächen hier. Sehr schön. Fein. Dann haben wir noch einen zweiten Bogenschützen, der macht dasselbe oder das gleiche. Wir könnten auch die Beförderung aussprechen. Einer von euch oder mehrere Zuschauer sagen, Mensch, WB, befördere die doch mal endlich. Du verschenkst Erfahrungspunkte. Alles gut und schön, aber wenn die direkt vor der Stadt stehen, ich glaube, denen geht einfach das Kampfblut durch. Aber wir machen es mal trotzdem. Oder machen wir es nicht? Kommen wir auch so in die Stadt rein? Viele Trefferpunkte sind ja nicht mehr. Ach, den befördern wir später. Ulm brennt. Stadtmauer ist schon runtergeschossen. Den Rambock brauchen wir gar nicht mehr. Kommt er hier in einem Rutsch durch? Hoppla. Hübscher Salto. Und Ulm ist römisch geworden. Glückwunsch an die Bevölkerung in Ulm, dass sie zur Zivilisation gefunden haben. Schönes Erlebnis in den Stadtchroniken steht drin. Die Herrschaft der Deutschen wurde beendet. Stattdessen herrscht jetzt hier römisches Recht. Yes, das ist der Ausdruck, nach dem ich gesucht habe. Laut immer noch dieser Krieger hier rum. Ach, bis dahin kommt er nicht. Warum? Der steht in einem Wald. Ups, da kommen wir dem auch nicht hin. Greifen wir alleine hier ein bisschen die Stadt an. Verliert kaum Trefferpunkt, steht auf Wald. Gut für die Defensive. Und mit dem Rambock können wir, glaube ich, in die Stadt reinziehen. Genau. Das sind einen unterschiedlichen Typs mit dem Legionär. Bleiben wir an Ort und Stelle. Und fördern ihn zum Musketier. Hoppla. 200 Gold gekostet. Eine Menge Holz, aber dann haben wir das schon mal. Und dann schnappen wir uns diesen Legionär hier. Ziehen hier vor. Bleiben erstmal an Ort und Stelle. Befördern ihn. Bessere Verteidigung gegen Fernangriffe. Hier haben wir einen Handwerker auf Quecksilber. Weiteres Luxusgut. Organisierung entfernen. Achso, ist schon erschlossen durch eine Mine. Alles bestens, alles schön. Hier mal Baumwolle, die können wir anschließen. Wollen wir erstmal nach Ulm reingehen. Und ein Monument bauen. Damit sich Ulm ein bisschen ausdehnt. Ist natürlich die Frage, wollen wir die Stadt überhaupt behalten? Natürlich, wir erobern doch nicht, um Städte zu zerstören. Aber holla. Und jetzt gehen wir mit dem Bauarbeiter wohin?
Wie sieht es mit der Produktion hier aus? Können wir auf das Waldstück da oben verzichten, um das Monument zu beschleunigen? Durchaus. Hier ist jede Menge Wald. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass hier demnächst mal ein Distrikt erscheint. Wir ziehen den rüber und werden gleich den Wald roden. Dann haben wir früher das Monument. Der Bambuschütze hier läuft. Oh, was ist da oben? Wer hat sich denn da versteckt? Kühlen wir den damit? Ich weiß. Hab ihn nicht befördert. Keine Erfahrungspunkte. Wie gesagt, das ist mir hier wichtiger. Washington liegt da super schön. Sägewerk plus 2 Produktion am Meer gelegen. Feine Sache. Petrovka. Wir wollten uns doch hier diesen Barbarensiedler schnappen. Das kriegen wir auch gebacken. Ah, das kriegen wir nicht. Er versucht tatsächlich abzuhauen. Das könnte der Kollege auch schaffen. Wir müssten von hier unten ihm einen hinterher schicken, der ihn jagt. Wir schnappen uns erstmal den Legionär, ziehen hier rüber. Hier oben noch ein Speer, unfassbar. Von Mediolanum von Mailand aus können wir feuern und einen Speer töten. Sehr schön. Wenigstens eine Einheit weniger, die uns hier belästigt hat. Uns fehlt es echt an Truppen hier unten. Echt an Truppen. Da ist ein Barbarenlager. Seht ihr? Und mal den Legionär rüberschicken, ein bisschen Barbarenjagen gehen. Gibt uns nichts anderes übrig, als das Nest dort auszuheben. Ein römischer Handwerker. Hier könnten wir ein Sägewerk beispielsweise Produktion wählen in der Stadt. Industriegebiet wollten wir, glaube ich, hier oben hinstellen, oder? Auf die Mine. Ich denke, ja. Ich denke, das wollten wir. Oder wollten wir das hier unten? Nö. Dann hätten wir hier den Steinbruch, der das boostet. Das hier ist ein Sägewerk auf Flachland. Das hier ist ein Dschungelfeld. Oder hier oben wäre das Industriegebiet natürlich klüger. Dann hätten wir, müsste ich es allerdings dazu kaufen. Erstmal Stadtmauern. Die sind eh so billig im Augenblick. Und mit dem hier ziehe ich noch ein Stückchen hoch, erschließe schon mal die Mine hier. Da können wir hier danach vielleicht kaufen und ein Industriegebiet hinsetzen. Wir haben echt ein kleines Barbarenproblem hier oben. Unser armer Scout. Kommt der hier heil raus? Der muss um sein Leben wetzen. Ein Scout auf der anderen Seite. Das hier würde ich gerne noch aufdecken. Da haben wir allerdings auch einen Speer bereits. Boah, wie viele barbarische Speer hier rumlaufen. Was für eine Plage. Ein römischer Siedler in Palmyra. Was machen wir mit dem? Wohin ziehen wir den? Hier unten runter. Ja, hier können wir leider das Salpeter-Vorkommen nicht anschließen. Und der kann sich aber noch dreimal was bauen. Das ist eigentlich ganz gut. Wollen wir mal damit anfangen, dass wir hier eine Mine hinpflanzen. In Anzium noch ein Handwerker und ein Legionär daneben. Der kann doch viel schneller, der Legionär, hier runter rennen zu dem Barbarenlager. Okay.
Ihr merkt vielleicht meine Entscheidung, ich weiß es nicht genau, sind vielleicht etwas anders oder nicht so ganz stringent im Vergleich zur letzten Folge, hatte eine Drehpause von 2 Tagen dazwischen. Das möchte ich jetzt mal als Entschuldigung hervorstammeln. Ja, also hier mit dem Scout, das ist echt blöd, hier reinziehen. Sehr gewagt, der könnte den schnappen, das bringt mir jetzt nichts. Der hat noch 4. Ja, das ist echt blöd, das bringt mir im Augenblick gar nichts. Ich pack den mal hier, dann kann der da vielleicht nachher noch vorziehen. Hier wollte ich ja... Ja, ich krieg den Siedler, glaube ich, nicht. Der ist wieder fit hier. Noch ein Siedler. Meine Fresse. Unfassbar. Unglaublich. Grün signalisiert uns potenziell. Kannst du dich da niederpflanzen, WB? Salpeter vorkommen, sonst nur Wüste. Was hier ist, weiß ich nicht. Da wollen wir doch mal runterrennen. Ich wollte eigentlich hier oben alles aufdecken, das weiß ich noch. Ah, vielleicht könnte ich mit dem sogar den Siedler mehr hier schnappen. Wer weiß, wie lange dieses Spielchen da sonst noch dauern würde. Dem muss ich auf jeden Fall Richtung Osten. Schick dem einen Legionär nach. Und einer reichte eigentlich aus zum Verfolgen dieses Sieglers, um hier den Weg abzuschneiden. Der hier bleibt an Ort und Stelle stehen. Den Rambock zieh ich noch hier rein. Das war sehr witzig. Sehr, sehr witzig. Die Kleinformation auflösen. Obwohl, das ist vielleicht ganz gut. Wenn ich Glück habe, dann weicht der Siedler hier unten aus. Und dann würde ich ihn hier oben kriegen. Der darf nur nicht nach Osten rennen, weil da kriege ich nicht eingeholt, weil man braucht immer 2 Bewegungspunkte. Ich hab keine Einheit mit rein. Ich mach mal hinter ab mit dem Legionär. Dem Kollegen kann ich durchaus Richtung hierhin rennen. Mailand, Kornspeicher abgeschlossen. Oh, Einheiten sind zu teuer. Ich hatte mir gerade schon überlegt, ob ich irgendwas Billiges raushauen soll. Aber hier gibt es gerade mal 8,4 Beförderungspunkte. Das ist echt nicht viel. Brauchen die Herrschaften vielleicht ein Industriegebiet? Könnte durchaus sein. Hier ist ja echt fast noch nichts. Das ist die Straße, die wir Richtung Osten zu den Kongolesen rüber, die Stadt, die wir da gebaut hatten. Also hier brauche ich echt dringend einen Bauarbeiter. Wie gut, dass in einer Runde ein Handwerker in Athen entsteht. Bad, ja, wir haben ein kleines Wohnraumproblem. Das dürfte damit behoben werden. Muss immer in Stadt, direkt an Stadtgebiet gestellt werden. Hier, das wäre ein potenzieller Standort für ein Industriegebiet. Einmal Hügel, 2 Hügel, 3 Steinbruch. Mine, Steinbruch. Das wäre eine Möglichkeit. Eine viel bessere sehe ich sogar nicht. Dann Industriegebiet hin. Okay. Dann fällt das weg für ein Bad. Das fällt weg. Und das hier ist Hügel oder Flachland, Regenwald. Den Regenwald könnte ich besetzen. Oder hier. Das wäre gut für Farm, Farm, Farm. Oder hier könnte man beispielsweise auch Handelszentren hinsetzen. Hier kommt ja auf jeden Fall eine Farm hin. Also setze ich das auf dieses Feld hier. Stadtmauer in Pokrovka. Endlich eine Runde weiter. Ihr merkt, es dauert verdammt lange mit den Runden hier, ne? Ganz simpler Grund, wir haben einfach wahnsinnig viele Einheiten. Wüste Attacken der Barbaren, also der offiziellen, der inoffiziellen Barbaren, also auch der Deutschen, auf unsere Truppen. Das überleben die aber nicht lange. Hier ein Armbrustschütze. Einmal Feuer. Ach, jetzt kann ich noch befördern, oder?
Musketier. So sieht ein Musketier in Aktion aus. Kurzer Prozess. Heuriger! Rahsegel, große Fortschritte gemacht. Das gäbe auch woanders einen Gesandten. Ich glaube, hier unten in dem Stadtstaat in Vilnius. Oh, gerade schon geklappt. Stadtstaat-Quest abgeschlossen. Wir sollten das Heurika fürs Rahsegel haben. Dadurch haben wir hier einen weiteren Gesandten. Das sollten jetzt 4 sein. Und wir sind wieder vorne. Wir haben wieder den Suzerän-Stand plus. Das ist echt cool. Und da war irgendwas sehr Schönes. Wenn ein neues Zeitalter beginnt, verdienen wir eine zufällige Eingebung aus diesem Zeitalter. Also ist nicht sehr schön, aber es ist schön. Nehmen wir dankend mit. Hier sehen wir auch die Norweger in Aktion. Pirschen sich dann unser Vilnius heran. Pflege. So, hier in Ulm. Zuerst machen wir mal den Legionär platt oder die Nürnberger. Wir machen weiter die Nürnberger platt. 2 Angriffe darauf und wir haben die Stadt. Der soll hier ausheilen. Was am schnellsten geht mit Beförderung. Links winkt bereits Aachen, die alte Kaiserstadt. Auf den Hügel gestellt und abgewartet. Unser römischer Handwerker entfernt die Sägewerke. Entfernt den Wald hier in Ulm. Heftiger Produktionsbonus für das Monument, wurde uns aber noch nicht angezeigt, weil dort noch Widerstand herrscht und die Anzahl der Runden angegeben wird. Und hier sind wir jetzt. Schaut euch das mal an. Haben die uns. Ist das unser Bauarbeiter, den die gemobst haben? Modernisierung geplündert, Salpetern. Das ist ja herrlich. Wunderbar. Großartig. Ich bin richtig gut gelaunt. Ich schmiede Rachepläne. So, jetzt habe ich es aber echt die Nase voll. Wir haben ja keine anderen Einheiten. Dann ziehen wir hier runter und versuchen, den stark verletzten Speer und den Handwerker, den er begleitet. Vilnius hat Kaiser Barbarossa jetzt den Krieg erklärt, klar, weil die ja jetzt, weil wir der Suzerän von denen sind. Hier braucht man Nahrung in Ulm, kann ich gut Nahrung finden, kann ich im Augenblick nicht korrigieren. Wir brauchen mehr Wohnraum in Tokio, werden wir auch bekommen, Kornspeicher ist im Bau. Und die Modernisierung geplündert ist klar. In Aquileia ist ein Händler fertiggestellt, als nächstes eine Stadtmauer. In Ulm, Einheit benötigt Befehle. Den Rambock lassen wir erstmal da. Den Scout, der hier steht, den ziehe ich mal runter nach Palmyra. Ziehe ich erstmal. Moment, wo war der Siedler? Hier unten. Den würde ich ja gerne begleiten lassen durch den Kollegen hier. Damit er wenigstens einen schwachen Schutz hat, eine schwache Begleitung. In Washington den Armbrustschützen. Wir verlassen mal drauf, dass die Stadt sich auch alleine verteidigen kann und ziehen schon mal runter gen Aachen. Bauarbeiter mit 2 Ladungen, ein Handwerker. Jetzt ziehen wir mit dem mal runter nach Ulm. Wie viele Ladungen hat der? Der hat nur noch eine. Und hier ist noch gar nicht viel modernisiert bei Nürnberg. Hier ist schon sehr viel modernisiert bei Washington. Die Stadt hat gerade mal 3 Einwohner. Da geht es Richtung Süden. Mit unserem Scout hier. Nördlich von Aachen wollen wir mal ein bisschen... jede Menge Speer. Ein Barbarenlager entdeckt und ein Stammesdorf dahinter. Unser Siedler bei Palmyra. Die würde ich da unten hinschicken. Hier ist ja jede Menge. Den schicke ich erstmal rein nach Puteoli. Und von da aus kann er weiter rennen. Und auch den Speer hier, den ziehe ich mal zumindest bis hierhin. Ja, hier können wir nur abwarten. Er hat noch 2 Ladungen. Ich ziehe mal in die Stadt rein.
der Krieger aus Jerusalem, der hat das Problem mit dem Barbaren hier behoben. Mit dem Speer, da können wir gleich ein Sägewerk machen. Der Legionär hier. Hier ist anscheinend das Lager ausgehoben worden, das Barbarenlager. Das hat schon die KI geklärt. Das ist ja toll. Da müssen wir mit dem nicht weiterziehen. Zieh mal zurück auf die Straße. Mit dem Kollegen. Hierhin, damit der Krieger und der Schleuderschütze nicht entkommen können. Hier ist ein Handwerker. Mit dem ziehe ich mal rüber. Der in Athen wollte rüberrennen nach Oh, Mediolanum kann feuern. Auf ein Scout. Und hier kann ich nicht viel machen. In Mdansa-Kongo. Hier, immerhin mit dem hier kommen. Schleuderschützen killen. Der ist sofort mausetot. Der mit ein bisschen Glück auch. Mal schauen, was auf der anderen Seite liegt. Oh, gar nichts. Hier kommt man nicht durch. Na, das ist ja ein Ding. Da kommen wir überhaupt nicht durch. Ich bin platt. Aquilea, der Handwerker. Richtung Ostia, Richtung Rom. Hier oben ist ein Handwerker. Den hat man da gerade hingestellt. Der baut da die Mine. So, wie sieht das aus mit dem Legionär? Den haben wir jetzt gleich, den Siedler. Der ist in der Falle. Und da kommt er nicht mehr durch. Hier haben wir noch in Pokrovka. Also hier eine Stadt gründen. Ich habe keine Ahnung, was hier ist. Ich kann gleich mal über den Fluss. Ich glaube auch nicht, dass man hier durchkommt. Ich setze mit ihm nochmal eine Runde aus. Befördere ihn vorher. Nur noch den Handwerker in die Aquilea. Den werden wir zu Beginn der nächsten Folge dann auch ziehen. Nähern uns allmählich der Hauptstadt der Deutschen, werden da mal Ausschau halten, wie es Kaiser Friedrich Barbarossa Höchst selbst geht und fordern seine Gastfreundschaft ein, notfalls mit dem Faustrecht. Wir sind ja zivilisiert, wir Römer.